Ihr Lieben, ich möchte heute gerne ein paar Gedanken mit euch teilen, die gestern zu mir kamen, nachdem ich ein sehr schönes kleines Lichtpunkterlebnis hatte. Und es hat mich dazu inspiriert, dass wir mehr Lichtpunkte brauchen. Und ich möchte euch erstmal gerne erzählen, was gestern geschah. Und zwar, ich stand am Straßenrand und mit meinem Fahrrad, das war vollgepackt und vom Einkauf und wartete einfach auf den Augenblick, dass ich die Straße überqueren konnte. Und dann war es soweit, links kam kein Auto mehr, die Ampel für die Autos sprang auf Rot und ich begann loszugehen und dann bemerkte ich, wie rechts ein Auto in sehr, sehr respektvollem Abstand stehen geblieben war. Und es war wirklich unnötig. Also er hätte wirklich ohne weiteres noch vor mir vorfahren können. Da war auch Platz und ich hätte hinter ihm über die Straße gehen können. Das wäre gar kein Thema gewesen. Aber er hat es nicht getan. Er hat also einfach da gewartet. Und zwar schon länger. Das habe ich dann, ist mir plötzlich bewusst geworden. Und das hat mich sehr berührt. Ich habe also ihm zugewunken, habe mich bedankt. Er hat freundlich zurückgewunken. Und dann habe ich die Straße mit diesem sicheren Geleit, diese Straße überquert. Und das war wirklich unglaublich, weil hinterher, ich bin dann gefahren und habe gespürt, mein Herz hat plötzlich so ein Glücksgefühl, so eine Freude und ist gehüpft. Mein Herz ist gehüpft. Und hat sich total für diese liebevolle Geste einfach Freude empfunden. Und das hat mir bewusst gemacht, wie sehr wir sowas brauchen, wie sehr wir Menschen brauchen, die so sind, ne, die uns solche Momente schenken können. Und ein Lichtpunkt ist ein Moment in unserem Leben, der uns berührt, der unser Herz berührt, der uns Hoffnung schenkt, Freude und einen tieferen Sinn. Ja, und auch ein Gefühl von Verbundenheit schenkt. Denn das alles, das brauchen wir gerade jetzt mehr denn je. Und jetzt möchte ich gerne mit euch teilen, was ich habe mir das aufgeschrieben, weil es doch viele Dinge sind, die dazu zusammenkommen, was für mich ein Mensch ist, der ein Lichtpunkt ist. Und da wollte ich jetzt aber auch dann nichts vergessen. Wir brauchen Menschen, die in ihrer Mitte ruhen und das auch im Angesicht von gefühlten Bedrohungen wie Verlust, Hoffnungslosigkeit und gesellschaftliche Spaltung, wie halt alles jetzt Themen, die jetzt gerade die Gesellschaft spaltet, viele Menschen Angst haben und sich bedroht fühlen. Wir brauchen Menschen, die Respekt voreinander bewahren, auch wenn jemand eine andere Wahrnehmung der Dinge hat. Wir brauchen Menschen mit der Fähigkeit des Mitgefühls, des sich in einen anderen und dessen Sichtweise hineinversetzen können. Einfach mal in den Fußstapfen eines anderen Menschen gehen. Das hilft so sehr. Man versteht den Menschen. Das ist ganz was anderes dann, ja? Menschen, die Ruhe bewahren und überall hin mitbringen. In jede Situation einfach Ruhe mitbringen. Das ist so wertvoll. Menschen, die die Fähigkeit zur Vernunft nicht verlieren, die auf dem Boden bleiben, die sich nicht mitreißen lassen von irgendwelchen Informationen, die ihr Gehirn erreichen. Menschen, die freundlich sind, wohlwollend und das Gute sehen können in allem, was geschieht, das brauchen wir. Zumindest Menschen, die bemüht sind, das Gute in allem zu sehen, was geschieht. Und das Ganze möchte ich jetzt gerne, weil das, was ich jetzt gesagt habe bisher, das liest man sicherlich auch in der einen oder anderen Ausgabe irgendwo in einer Zeitung oder im Internet. Da bin ich sicher nicht die Erste, die das sagt. Aber ich möchte das gerne erweitern, dieser Gedanke des Lichtpunktseins, in dem Sinne, dass wir Menschen brauchen, ganz besonders, die uns an unser Innerstes erinnern, die uns daran erinnern, dass wir alle ein
uns alle einendes Selbst miteinander teilen. Dieses Selbst ist ein sicherer Ort. Hier ist keine Schuld und keine Angst. In diesem Selbst, was wir alle miteinander teilen, in dem wir eins sind, da ist eine natürliche Geborgenheit, leise Freude, da ist innerer Frieden und eine vollkommene Zuversicht. Und das ist an diesem Ort nicht zu stören, denn dieser Ort ist nicht bedroht. Von nichts kann er bedroht sein, weil es das ist, was wir sind. Wir brauchen Menschen, die uns an unsere liebende, vollkommene Quelle erinnern, die uns erschaffen hat, wie sich selbst. Von dieser Quelle, von der wir uns in Wahrheit nie getrennt haben, nicht trennen können und niemals trennen wollen würden. Wir brauchen Menschen, die auf dieser Basis Verbindung schaffen, in der vollkommene Gleichheit existiert. Menschen, die Wunder wirken, indem sie vergebend auf alles schauen, anstatt zu urteilen. Wir können immer nur zwei Dinge tun, urteilen oder vergeben. Das ist die ganze Wahl, die wir haben. Wenn du urteilst, vergibst du nicht. Wenn du vergibst, dann urteilst du nicht. Und wenn du vergibst, heilst du. Und wenn du urteilst, trennst du. Menschen brauchen wir, die uns sanft an einen Gott erinnern, der mit unendlicher Geduld und Liebe darauf wartet, dass wir uns an ihn erinnern. An ihn, an unser wahres Zuhause, an unser Glück. Der darauf wartet, dass wir die Angst vor ihm verlieren. Der darauf wartet, dass wir all unsere Projektionen, die wir auf ihn werfen, endlich hinter uns lassen. Es ist mein absolutes Herzensanliegen. Es ist sogar die Erfüllung meines Lebensplanes, hier ein Lichtpunkt zu sein. Und wenn du Hilfe brauchst oder aber selber ein Lichtpunkt sein möchtest und lernen möchtest, dann lade ich dich ein für mein Angebot der Beratung und Begleitung für inneren Frieden. Du findest alle Informationen, wie du mich erreichst, in der Infobox hier unten. Besuche mich auf meiner Webseite. Ich freue mich, wenn du diesen Beitrag mit deinen Freunden teilst, weiterleitest, vielleicht irgendwo postest, damit diese Botschaft auch weitere Menschen erreicht. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und vielleicht magst du sogar ein Erlebnis unten teilen, was für dich ein Lichtpunkt war. Und wir können Lichtpunkte sammeln. Genau. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören. Hab einen lichtvollen Tag.